2020, es war schon ein besonderes Jahr. Die meisten von euch werden wahrscheinlich froh sein, wenn wir da endlich einen Haken dahinter setzen können. Und auch wir freuen uns, wenn wir nächstes Jahr endlich einmal wieder richtig Gas geben können. Eigentlich war das Jahr ja richtig gut losgegangen. Wir haben bei uns in Traunstein den traditionellen Schäffler-Tanz gehabt, der ja normalerweise feiert, dass die Pest zu Ende gegangen ist. Dann ist es weitergegangen in Ruppertingen, die Biathlon-Weltmeisterschaft mit dem Champions Park, wo ich viel von euch gesehen habe, wo wir richtig schön gefeiert haben. Dann mittlerweile schon unser traditionelle Chiemgau Team Trophy, der Genuss-Langlauf, der von Inzell über Ruppertingen nach Reit im Winkel geht. Diesmal ein bisschen verkürzt wegen dem Schnee, aber schön war es trotzdem. Dann haben wir in Ohring das Schneuzen gehabt, das Gemeindeschneuzen. Eine richtig schöne Veranstaltung mitten im Winter und Ende Februar dann bei uns in Traunstein das traditionelle Starkbierfest. Und das war das letzte Festl, das wir heuer noch so richtig gefeiert haben. Dann sind wir auch wieder mit unserer Mannschaft ausgeschwärmt, zu die Wirte raus, haben eine richtig schöne Tour mit dem ganzen Außendienst gemacht nach Leogang, haben da unsere Wirte besucht. Und ja, dann sind wir, was nicht mehr so wirklich los war das ganze Jahr. Und das waren nicht die Kilos, weil es uns so geschmeckt hat in der Zeit, sondern das war Corona. Ja, dann haben sie alle zusperren müssen, unsere Wirtshäuser. Alle Veranstaltungen sind abgesagt worden und wir sind daheim geguckt. Aber wer uns kennt, der weiß, dass wir aus einer sicheren Situation das Beste machen. Und in unserer über 400-jährigen Geschichte, da sind schon ganz viele Sachen passiert. Wir waren erst 6 Jahre alt, man darf sagen, praktisch noch ein Start-up. Als der 30-jährige Krieg angegangen ist, war eine der schlimmsten Katastrophen, die die Menschheit je erlebt hat. Weltkriege haben wir gehabt, Währungsreformen haben wir gehabt. Wir haben alles gut überstanden und haben immer wieder das Beste daraus gemacht. Ja, und in dem Fall haben wir uns was wirklich Gutes einfallen lassen. Wir haben nämlich unseren Mono-Stammtisch eingeführt. Jeden Freitag auf Nacht ist irgendjemand von uns bereit gewesen, da guckt, hat sich darauf gefreut, mit euch digital eine Halbe zum Trinken. Geschichten zum Verzählen aus der Brauerei und was ganz Besonderes ist dabei auch entstanden. Wir haben die weltweit erste Wireless Halbe zapft aus dem Holzfass. Probieren wir es, ja? Geht? Ja? Ja, Wahnsinn! Ich glaube, ich bin! Ist einer, oder? Ist ja. Einer? Ist einer und? Ist einer? Ja? So. Jetzt ja, haben wir es. Traumhaft. Na wunderbar. Ja, und dann sind die Zapfhähne trocken geblieben bei den Wirt. Das war wirklich eine sehr schwere Zeit, aber die haben sich unglaublich viel einfallen lassen, unsere Wirtsleute. Und ganz viele haben auch schnell umgestellt auf To-Go-Gerichte. Ganz viel Leute, ganz viel von euch haben das auch genutzt und ihre Wirt echt richtig unterstützt. Das war ganz eine tolle Geschichte. Und wir haben uns auch wieder was einfallen lassen und haben die Aktion gemeinsam stark für unsere Wirte ins Leben gerufen. Da hat man praktisch mit einem To-Go-Beleg, wenn man sich vorher beim Wirt was geholt hat, im Getränkemarkt zu jeder Kiste Bier eine Mass gratis gekriegt. Sozusagen. Ja, und dann ist der April gekommen, mitten im Lockdown. Aber unser Gaudi, die haben wir nicht verloren gehabt. Und zum 1. April haben wir uns was einfallen lassen, ein richtig schöner Aprilscherz, und haben die Hofei-Masken vorgestellt. Damals war das auch noch gar nicht so klar, dass die Masken eine sehr eine Verbreitung finden wird, aber trotzdem hat sie ja richtig narrisch gewesen auf diese Dinger. Ja, und dann haben wir einfach mit Näherinnen, die privat daheim obacht haben an der Nähmaschine, einen Haufen von diesen Masken hergestellt, nämlich 250 Stück. Und da haben wir 200 mit der Bayernwelle zusammen an euch verlost. Und 50 davon haben wir an die Helfer vom Traunsteiner Krankenhaus weitergegeben. Als Dankeschön für ihre gewaltige Leistung am Anfang von der Pandemie. Ja, und auch ihr, unsere Hofei-Fans, ihr habt zu einer Kreativität absolut freien Lauf lassen. Der Simon und der Maxi zum Beispiel haben aus fast 2.500 Kronkorken eine Tischplatte gebaut.
Wobei die schwarene Arbeit wahrscheinlich vor dem Bau gelingen ist. Ja, und der Felix zusammen mit dem Severin und mit dem Elias, die sind bei uns in der Hofgasse mit ihren Radl gestartet im Sommer und bis auf Rostock aufgeradelt. Natürlich mit einem Proviant von uns. Und dann der Markus, der Bergfex, der Kisten Bier als Dürmbachhorn aufgetragen hat bis an Gipfel. Da legst du mir am Arsch. Ne, gehen wir morgen am Berg, als Dürmbachhorn. Vor der Winkel muss immer. Und ich nehme eine ganze Kisten, hoffe ich mit auf. Höhenmeter in 1,5 Stunden mit einer Kiste Bier aufs Dürmbachhorn auf. Das ist absolut rekordverdächtig. Ja, und auch wir haben einen neuen Rekord zu verzeichnen, weil ihr habt's, oder wir miteinander, alle miteinander, haben wir die Marke von 10.000 Follower auf Instagram geknackt. Das ist echt gewaltiger. Herzlichst vergelt's Gott euch alle miteinander. Ihr seid so eine coole Community da auf die sozialen Medien. Das macht riesig Spaß zuzuschauen, was wir von euch alles für Beutel kriegen, eure Kommentare. Das ist echt ein super gutes Miteinander. Aber wir waren ja auch nicht nur digital dieses Jahr, sondern auch richtig live. Zum Beispiel bei unseren 3 Gassenverkäufe, wo es unser Zwickelbier frisch aus dem Lagerkeller gibt und in diesem Falle mit Drive-In, das erste Mal, und das hat wahnsinnig gut hingehauen. Also da war teils eine riesen Autoschlange und ihr habt euch Zwickelflaschen einladen lassen ohne Ende. Das war richtig schön, wir waren selber immer wieder mit dabei und das war ein riesen Gaudi. Ja, und dann hat es auch zusammen mit La Braspanda noch die Biergartentour gegeben. Aber nicht nur das. Die haben nämlich auch ihr Musikvideo zu Kaffee versus Bier, so heißt das Lied oder der Song, bei uns in der Brauerei trat. Und ich habe die Ehre gehabt, dass ich mitspielen habe dürfen. Und das könnt ihr euch vorstellen, das war ein Riesengaudi. Und allzu viel Kaffee ist da auch nicht drum geworden. Und dann bei der anschließenden Biergartentour, die war im Übrigen dafür da, um wieder einen Schwung bei unsere Wirte einzubringen, in die Biergärten, da wieder Gas geben, wieder Live-Musik in die Biergärten zu erleben. Da waren ja viele von euch mit dabei. Und was war das für ein Riesengaudi? Auch wenn man den Tisch nicht verlassen hat dürfen, ihr habt es trotzdem Vollgas gegeben. Es war eine Riesenstimmung. Und es war ein richtig schöner Auftakt in die Biergartensaison in diesem wunderbaren Sommer. Ja, und obwohl unsere Wirte im ersten Lockdown alle zugehabt haben, haben wir mit ihnen machtig was auf die Füße gestellt. Mit vielen Wirten haben wir neue Konzepte erstellt, Speiskarten überarbeitet, alles Mögliche, dass sie wieder, wenn es losgeht, richtig gut starten können. Wir haben Hotelerweiterung mitgeplant und wir haben sogar ein paar, und das sind nicht wenig, Neukunden für uns gewinnen können, was uns richtig gefreut hat. Ja, und unser Außendienst hat in der Zeit natürlich richtig Großes auch vollbracht. Er ist alle Wirt zur Seite gestanden und damit er die nötige Energie dazu gehabt hat, haben sie auch unsere Brauer wieder was Neues einfallen lassen. Eine richtige, wie man heute so schön sagt, Produktinnovation. Unser Zwickel alkoholfrei. Und das hat sogar am Attenfahrer und am Fonsi Doppelhammer richtig gut geschmeckt. Wir haben es nicht bestochen. Versprochen. Jetzt ohne Scheiß, ich trinke wirklich viel alkoholfreies. Vollmundig. Das schmeckt ganz anders. Das sagen wir jetzt auch nicht nur, weil wir einen Haufen Geckeln dafür. Nee. Nein, das ist, nein. Wirklich, das, nein, ist sag, wirklich gut. Die 14 Millionen, die spielen ja gar keine Rolle. Die 500 er weg. Das sag ich mir. Ohne Scheiß, Leute, das ist echt gut. Ich finde das, du bist ein Depp. Nein. Ganz ernsthaft, ich finde es wirklich gut. Ich sag's auch. Ja, das ist Zwickel alkoholfrei
Das ist schon was Besonderes und was Feines. Und es ist auch eins von zwei Biere, das schon unser neues Wappen drauf hat. Weil das haben wir dieses Jahr auch weiterentwickelt. Wir haben es hofbräutypisch angepasst und in die neue Zeit gebracht, in die digitale Zeit, aber gleichzeitig auch historische Elemente mit integriert. Weil nichts ist so beständig wie der Wandel. Und deswegen greifen wir auch in diesem, im kommenden Jahr viele neue Sachen an. Da gibt es das eine oder andere Redesign und da könnt ihr euch schon richtig auf viele Sachen freuen, weil mehr darf ich jetzt auch noch nicht verraten. Aber ich habe vorher gesagt, eins von zwei Wappen oder eins von zwei Etiketten, die das neue Wappen tragen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das zweite ist, ihr wisst ja, dass wir in letzter Zeit einmal Besuch gehabt haben, da herin, in unserem Stüberl, am Sonderbesuch. Und dem haben wir sogar ein eigenes Bier gewidmet. Aber schaut selber. Ja, grüß die Bornelgrauer. Eins sag ich mal. Zwei Dinge im Leben haben wir nie gekannt. Das Prüfungsgeld und die Angst. Der Bornelgrauer. Aber wir haben ihm schon was Gutes gebraut. Weißt schon, weil ewig lockend das Weib. Scheiß drauf. Aber wir haben ein Bier braut für dich. Das Bornelgrauer Bier. Ja dann. Auf das drinnen. Prost. Prost. Ja. Ja, da haben wir unser Helles in fünf verschiedenen Variationen, fünf Sondereditionen mit den ganzen Schauspielern drauf, die diesen Film zu sowas Besonderem machen. Der Film, der kommt ja dann im Februar wahrscheinlich in die Kinos. Und ja, jetzt könnt ihr in dem Fall dann auch unsterblich werden, weil es nämlich einen Bornelgrauer nicht mit dem Kirschgeist austricksen braucht, sondern mit unserem Bier. Aber jetzt sind wir am Ende vom Jahr. Und jetzt möchte ich für Geld kurz sagen an euch, Dankeschön sagen fürs Ganze, fürs Zusammenhalten, dass ihr so zu uns gehalten habt, dass ihr so fleißig auch unser Bier gekauft habt. Für all die lustigen Momente, die ganze Gaudi, die wir das ganze Jahr über miteinander gehabt haben. Und viel Gaudi werden wir auch das nächste Jahr wieder miteinander haben. Und zwar digital und real im echten Leben. Und Dankeschön natürlich auch für eure Hilfe. Für eure Hilfe, die ihr uns auch zuteil werden habt lassen für unseren Verein, vergiss mal nicht, Chiemgau e.V. Das ist unser Verein, mit dem wir Menschen da bei uns daheim in Not helfen. Wir haben jetzt auf Nikolaus hin 140 Backerl mit unserer ganzen Brauereimannschaft an die Traunsteiner Dorfe gespendet. Und als große Weihnachtsaktion ist unser Wunschsternbaum diesmal wieder gelaufen vor Weihnachten. Und da sammeln wir mit eurer Hilfe über 20.000 Euro ein. Und dieses Geld geht zu 100%, also alles, was uns gespendet wird, zu 100% an bedürftige Menschen bei uns in der Region. Und das ist ein Riesendankeschön wert an euch alle, weil nicht nur durch Corona, sondern immer gibt es auch bei uns Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die wirklich angewiesen sind drauf. Und wir wissen, was ihr helft, was ihr da für eine Freude bereiten könnt. Vielen, vielen Dank. So. Im Namen der ganzen Brauereifamilie wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr. Backt das neue Jahr, dann gebt's Gas, machen wir miteinander was richtig Gutes draus. Ein gutes Neues wünsche ich euch. Ein ganz gutes Neues, schönes Jahr. Ein gutes Neues wünsche ich euch. Ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Für euch alle. Ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Ein gutes Neues. Von mir auch nochmal. Gut, nice und rutscht's gut um mich heute. Ui, jetzt gibt's Raclette.